Hallo, mein Name ist Professor Kräftig und ich erzähle euch heute etwas über die Kraft und wie sie früher angewendet wurde. Doch dafür müssen wir erstmal in der Zeit zurückreisen, und zwar zu den Ägyptern. Da hinten sind sie doch schon. Sie sind anscheinend gerade dabei, eine Pyramide zu bauen. Doch wie kriegen sie nur diese Steine herauf? Schauen wir ihnen mal zu. Ah, jetzt weiß ich es. Mithilfe einer geneigten Ebene. Das ist eine Rampe, mit der sie die Steine viel leichter nach oben transportieren können, als sie selbst hochzutragen. Allerdings ist der Nachteil daran, dass die Rampe auf jeder Ebene erweitert werden muss. Interessante Sache, aber lass uns doch weiterreisen, zum Beispiel in ein Fischerdorf. Ah, dort ein Fischer, der versucht, sein Boot an Land zu ziehen. Ich habe aber auch schon eine Idee, wie er es schaffen könnte. Er braucht dazu eine lose Rolle. Die Rolle müsste er dann an das Boot befestigen. Daran dann ein Seil spannen, das eine Ende des Seils an den Baum befestigen und am anderen Ende ziehen. So kriegt er dann das Boot an Land. Das war nun das Ende unserer Zeitreise. Auf Wiedersehen!